Willkommen zurück zu einer neuen, mega harten Folge Dead Rising 3. Freut mich, dass du da draußen wieder mega hart mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die ultra harten Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wie immer, schwitzt euch nicht tot und lasst eine Bewertung da. Denn gegen die Hitze hilft nur ein verdammt cooler Like. Also, ein bisschen Support wäre super mega nice. Abgefahren. Ich würde mich ultra mega krass darüber freuen. Und ich habe eine Feuerarmbrust, oder? Oder nur eine ganz normale Armbrust? Brennt da irgendwas? Nö, da brennt nichts. Ich dachte, ich hätte eine Feuervariante. Aber leider aus der Traum. Dann mal los. So, wir müssen weiter hier durch die Zombie-Massen. Nicht jetzt. Doch, jetzt, Nick. Moment. Genau jetzt müssen wir das tun. Und wir müssen die Illegalen finden. Die sind irgendwo da drüben. Das Symbol markiert die Stelle. Schnell weg! Simon! Na komm, Simon. Ich kann nicht warten, du alter Zauberer. Mit deinen Tarotkarten. Warum denn? Ich rette dich. Wie immer rette ich dich, Kumpel. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Die Synchro ist einfach nur geil, oder? Die Sprüche in dem Spiel, einfach nur gut. Wie auch immer das war, Genie. Absolutes Genie. So, die Illegalen. Wir suchen Flüchtlinge. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Und was willst du hier? Jo, wer zum Geier bist du? Also ich suche nach jemandem namens Annie. Ist sie da? Woher kennst du Annie? Na, ich könnte dich reinlassen, wenn du was für mich tust. Was soll ich denn tun, Süße? Und was genau wäre das? Wir mussten unsere anderen Verstecke schnellstens verlassen. Ich musste wichtige Dinge dort lassen. Meine Tätowierausrüstung ist in der Schule und mein Ehestand. Stück Scheiße! Was war das? Wir wurden verfolgt. Er ist in einer Schacht. Okay, ich hole dein Zeug, aber dann lässt du mich zu ihr. Genau. Die Tätowierausrüstung aus der Schule, die Ringschachtel aus dem Haus. Achte auf das Graffiti. Okay, Lady. Abgemacht. Okay, Lady. Du Stück Scheiße. Was war denn das? Ich sag ja, die besten Dialoge. Einfach nur die besten Dialoge aller Zeiten. Oh nee, ich will nicht dieses dämliche Auto. Das Auto ist crap. Kann man jemanden Dynamit in die Fresse ballern? Yes. Achtung und... Wunderschön. Oh, wunderschön. Ich hätte Applaus verdient, finde ich. Aber Dynamit dauert ein bisschen, bis es explodiert. Da hinten sieht man nur so eine rote Pfütze hochspritzen. Ah, mein Leben ist toll. Mein Leben ist einfach nur toll. Alter, der Sound. Ich töte sie sogar, wenn ich nur das Dynamit dorthin werfe. Simon, Vorsicht. Der rennt wieder ins Dynamit rein und dann ist das Geheule groß. Dann wird wieder rumgeheult. Okay, dann kämpfen wir uns hier mal durch. Wow, mit den Händchen von hinten, ne? Ihr kleinen Schlawiner. Ihr kleinen Schlabberbacken. Aber wo bekomme ich hier nochmal eine Kettensäge her? Weil hier haben wir kein Versteck, was irgendwie scheiße ist. Gehen wir mal in die Schule, vielleicht Kettensägen in der Schule. Wer weiß, möglicherweise eventuell. Warum nicht? Wenn ich da, wo dann? Schert euch zum Teufel! Ihr kleinen Drecksfreaks. Leider tötet dieses Ding nicht. Ich meine, der Wurf mit dem Dynamit ist tödlich. Aber eine Superturbine nicht? Die klatschen ja volle Kanne gegen die Wand. Warum hier nicht diese durchgeknallten Footballspieler-Zombies? Eigentlich ganz witzig. Und tschüss. Das war's. Wir sind das Ding los. Simon, drödel nicht rum. Simon. Achtung, Moment, Moment, Moment. Bam. Simon, wo bist du? Er spielt hier wieder mit irgendwelchen Zombie-Weibern rum. Alle hassen mich. Ja, alle hassen dich, Simon. Du hast keine Freunde. Wir schreiten. Was war das? Der Schrei eines Vogels oder Simon? Jetzt komm doch endlich!
Alter, du bist so ein Loser. Guck mal, ich rette dich. Ja, weil du so scheiße dämlich bist, Simon. Weil du nervst. Weil ich einfach niemand lieb haben kann. Hier oben gibt's eine Limo für dich. Überlebe und du bekommst eine Limo. Und Säure. Oh, Footballspieler! Oh. Da ist noch einer von denen. Friss Säure. Kommt Simon jetzt endlich? Komm, Simon, hier lebt irgendwie nichts mehr. Jetzt komm endlich hier hoch. Verdammte Scheiße! Oh, Simon. Oh nein! Verdammt! Ja, gut. Hat er gerade Bumsfallera gesagt? Er schafft es immer wieder aufs Neue, mich zu begeistern. Simon, nimm mal. Warte. Ich hab nichts gegen dich. Zumindest nichts Krasses. Ist der tot? Er ist tot. So, und jetzt nimm mal hier die Limo. Nimm das. Grazie. Vielen Dank. Perfekt. Oh, Stiefel. Das ist nicht gut. Das soll mich beeindrucken. Ja, durchaus. Kann ich da irgendwas draus bauen? Oh, nee, hab ich keinen Bock drauf. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Weg mit dem Scheißding hier. Was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Alter! Simon, hilf mir! Dann sei nützlich! Wenn du weniger scheiße wärst, würden wir dich auch nicht hassen. Das liegt wirklich nur daran, dass du so scheiße bist. Du bist verdammt gut. Alter, das ist eine Mischung aus einer Machete und einem fucking Katana. Also wenn das mal nicht mega cool ist, dann habe ich auch keine Ahnung. Sichere Zone gesäubert? Oh. Oh. Oioioi. So. Passt. Dann nehme ich mir hier nämlich was Geiles mit. Und auf jeden Fall hier noch so eine Kettensäge. Explosion, elektrisch, Klingenwaffen. Also, ich nehme eine Railgun. Nee. Ich nehme mir mal hier so einen Elementarstab mit. Und dann brauchen wir, wie gesagt, noch so eine Kettensäge. Damit wir das endlich mal weg haben. Hier. So, ja, wir gehen zu Ravioli rüber. Denn langsam wird es natürlich auch ziemlich nervig mit dem Dude. Alle Waffen sind super. Gibt es mit dem hier einen Finisher? Oh, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Dass der hier so eine heftige Nummer abzieht. Das ist ja ultra geil. Simon, hast du es gesehen? Ich bin voll der Babu. Das ist schon heftig. Das ist schon wirklich heftig. Alter, ich liebe hier mein Street Fighter Outfit. Alright. So, Mr. Ravioli. Moment. Hey, sieh mal. Ich hab deine Motorsäge. Oh, sieht gefährlich aus. Aber damit das funktioniert, brauche ich das Fleisch. Ja, ich hol dir eins. Hier oben wird schon irgendwo eins geben. Guck hier. Nein. Jetzt hab ich alles. Mal wieder. Nur kein Fleischerbeil. Na, also geht doch. Ich hab einen Messerblock. Kann er sich direkt, wenn er will, eins rausziehen. Yo, Meister. Das ist alles, was du brauchst. Danke. Basteln wir dieses Baby. Okay. Ich schätze, ich schaffe das. Ich hoffe es.
Er ist Pantomime. Er hat nämlich nichts in der Hand. Sieht gefährlich aus. Scheiße, wie soll ich das Ding benutzen? Das ist Selbstmord. Vielleicht kann ich einfach mit dir kommen. Ja gut, kannst du. Kannst du. Habe ich jetzt Ravi am Start? Kann man zwei mitnehmen? Dann nimm die Dinger wieder. Was? Jetzt will er die nicht. Und das hier? Das wird gehen. Auch nicht. Ja und was nimmt er denn? Eine Gitarre? Das wird gehen. Er nimmt keine Kombo-Waffen oder wie? Das ist ziemlich dumm von dir. Alter! Die Dinger zerteilen sich. Und die Messer fallen raus. Das ist ja mega cool. Okay, wir brauchen hier noch ein super sexy Item. Die beiden Kettensägen hier sind von dem Clown aus Teil 1. Dead Rising 1. Alter! Wie die Köpfe wegfliegen. Das ist schon irgendwie sexy, der Scheiß. Gibt es hier eine coole Fatality-Combo-Funktion? Warte. Alter, Alter! Leck mich doch hart am Schlong. Wie geil ist das denn? Der Scheiß kommt mich mega an. Ach, es macht so Laune, Zombies zu zerschneiden. So ein schönes Gefühl. Tja, an so einem heißen Mittwoch im Juni zerschneidet man ganz gerne Zombies. Was hast du gegen mich? Eine Menge, Simon. Wie gesagt, eine Menge. Hätte ich hier vielleicht eventuell die Kettensäge gefunden? Irgendjemand braucht da hinten ein bisschen Hilfe. Wir machen den Power Support. Oh, vielen, vielen Dank. Mel. Smell on my mouth. Hab ich gern gemacht. Ich bin halt ein guter Mensch. Schuldig. Oh fuck, wie komme ich denn hier nochmal rein? Ach, hier müssen wir gar nicht rein. Hier ist noch ein Gebäude weiter. Mel? Verdammt, Mel. Stecke ich da oben fest? Smell on my Mel. Okay, hier drüben, ja. Was ist denn da hinten schon wieder los? Egal, ich habe mittlerweile eine ganze Armee. Einer spielt Gitarre und einer hat den Hammer von Thor. Oh nein, da rennen wieder diese Punks rum. Tja, und ich? Krasser Motherfucker. Irgendwie trifft man nicht so richtig gut damit. Scheiße, hör doch auf damit. Schon warm genug. Ach komm, ich will jetzt auch mal. Das hier wird mein nächstes Safehouse. Oh. Ich habe das Heftchen gefunden. What? Krasser Scheiß. Krasser, krasser Scheiß. Nimmst du sowas hier, Ravi? Okay, schön. Hat er auch keinen Bock drauf. Nein, 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 das nehme ich nicht. Nein. Nein, das werde ich nicht nehmen. Mir fehlen noch echt viele Klamotten. Von einigen habe ich noch gar nichts. Wie hier mexikanischer Wrestler oder Sci-Fi-Fantasy-Outfit. Hier. Aber den Burger, den frisst du. Da hat er Bock drauf. Da sagt er, ja klar. Oh, hier kann ich scheißen gehen. Lass mich hier mal durch. Und du bist noch eine Nebenmission. Joey!
Joey. Wer war da nochmal Joey? War das der Typ, der Pornos gedreht hat? Zombie-Pornos? Oh fuck, das ist der Typ, ja. Fucking Zombie-Pornos. Hey, Mann, alles klar? Bist du Geschäftsmann? Machst du mit? Wir drehen einen Film und werden Millionen machen. Ein Film, ha? Huh? Was für ein Film? Komm schon, sei nicht so naiv. Sieh dir all die Männer hier an, klar? Sogar tot sind ein paar davon heiß. Ich brauche einfach nur ein paar hübsche Jungs. Auf das Talent kommt es an. Und ich erkenne Talent sofort. Gute Männer? Du meinst für ein... Oh. Bingo! Er hat es! Blond, Rotschopf, Asiat, Latino. Solange sie nur tot und heiß sind. Je wilder, desto besser. Und jetzt Beeilung. Zeit ist Geld. Okay, wegen der Mission wurde das Spiel indiziert. Zombie-Porno, da hört der Spaß auf. Geht gar nicht. Also Moment, wir müssen hier Männer reinlocken. Das wird ja spannend. Wie sollen wir das denn machen? Mit einem Haartrockner? Schmeiß das Messer mal weg. Kann ich damit wirklich jemanden föhnen? Ich flehe dich an. Rette mich! Es tut mir leid, Ravi. Ravioli. Jetzt habe ich einen Rasierer. Wir brauchen Kerle. Wer will? Oh nein. Alle machen mit. Oh nee, die töten doch alles. Warte mal, den konnte man doch irgendwie Befehle geben. Hey, hierher. Sicher. Ich. Ist das eine Scheibe? Das ist eine riesige Scheibe. Die machen doch alles kalt. Wie krieg ich... ich hab keine Ahnung. Muss ich die abgeben für die Mission? Ich werde die beiden vermissen. Ich brauche irgendwas, um die anzulocken. Oder kann man nicht auf dem Rollstuhl jemanden... Warte mal. Ich nehme Rollstuhl. Werf die da drauf. Problem gelöst. What the fuck? Was zur Hölle ist das denn? Irgendwie habe ich das Spiel kaputt gemacht. Holy shit, was ist passiert? Okay, hat sich wieder eingefangen. Mehr oder weniger. Gut, ich werde die mal eben abgeben. Wie ging das nochmal? Kleiderschrank. Das hier? Oder war das hier? Irgendwo konnte man die abgeben. Ah, hier drüben, glaube ich. Hier ging das. So. Du bist raus, du bist raus. Und jetzt holen wir uns ein paar Zombies. Für den besten Zombie-Porno aller Zeiten. Hey, du. Bist du ein Kerl? Wie bekomme ich die da rein? Du da, kannst du hier rüberkommen? Die sind nicht sonderlich interessiert. Ich brauche irgendwas, um die anzulocken. Oh nein! Auf keinen Fall! Oh nein! Ich will dich nicht töten, aber ich muss anscheinend. Hier ist keine Sau. Ich glaube, wir müssen später nochmal wiederkommen, wenn hier mehr los ist. Fuck, warum ist hier immer wieder eine Scheibe? Ich hätte mir irgendwas bauen, wie so ein Teddybär, wo man die anlocken kann. Und dann locken wir die einfach alle schön an einen Ort und dann kriegen wir die da auch rein. Und dann machen wir ein Zombie-Porno. Klingt auf jeden Fall geilo. Zombie-Porno. Wir haben Besuch. Komm schon, Alter, zieh durch. Hello again. Wow, du hast alles. Reich alles hier durch, damit ich es mir ansehen kann.
Oh wow, der ist von meinem Mann. Er ist tot. Und meine Ausrüstung. Du bist okay. Hier, warte. Ich mach die Tür auf. Die sieht ganz schön schmutzig aus. Sie ist irgendwo da oben im Funkturm. Sieh am besten selbst nach. Alles klar, machen wir. Die sieht ganz schön verdreckt aus, oder? Alles klar, Kleines. Ich hoffe, sie ist da. Aber ich denke mal, wir haben Glück. Da kommt was rein! Ah! 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 Wow! Was immer es ist, es lebt noch. Hey, ich will hier raus! Alles zu seiner Zeit, Bruder. Bist du Freund oder Feind? Hey, halt, halt, halt! Ich kenne den Kerl. Hi, Annie. Was tust du hier, Nick? Ich wollte fragen, ob du mit mir nach Ingleton kommen würdest? Da ist was, was du sehen solltest. Verstehe. Du willst mich dem Kerl ausliefern, der mich sucht. Oh, dazu hat er keine Chance. Das wird nicht passieren. Mit Raten machen wir kurzen Prozess. Moment. Er ist okay. Ja. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Woher wissen wir, dass wir ihm trauen können? Wir haben ein Flugzeug. Wir reparieren es. Und brauchen Benzin. Red, das wäre die Chance. Halt, halt, halt. Lass es mich beweisen. Nick, das ist Red. Er führt den Widerstand an seit... Ich bin Realist, Nick. Apropos... Könnt ihr mir beim Suchen helfen? Vielleicht kommen wir gemeinsam hier weg. Ja, ich kenne Leute, die Benzin haben. Aber sieh mal, Nick. Die Regierung macht alle Überlebenden kalt, die sie finden. Sie retten sie nicht. Wenn du also ein paar Dinge für uns erledigen könntest, geh Ausrüstung verbrennen, Funkgeräte kurz schließen, Kameras ausschalten. Tust du's, dann haben wir einen Deal. Würden sie echt so weit gehen? Vielleicht musst du auch Realist werden, Nick. Gut, wir haben einen Deal. Du hättest auch keine Wahl. Tja, wie es scheint, müssen wir Billo-Nebenmissionen machen. Dankeschön, Red, du elender Bastard, du, ich hasse dich jetzt schon. Wie gesagt, Mann, beweise, dass du auf unserer Seite bist, dann helfen wir dir. Los, Taten sagen mehr als Worte. Winnie, hey, Alter. Ich sag dir, ich mach es, okay? Die haben ihre eigene Indianerin. Und wir sollen die Bösen sein? Diese Faschisten sind doch an allem schuld. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es gibt viel zu tun. Sehr, sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Bewertung dalassen. Doug. Und tschüss.